Uli Taffertshofer ist hier bei uns. Uli, schon gut in Lübeck angekommen? Ja, ich denke schon. Also im Training auf jeden Fall. Noch auf Wohnungssuche, aber grundsätzlich angekommen, ja. Du hast schon erzählt, dass Wohnungssuche ja, aber trotzdem so ein bisschen eigenes Flair mit Meer und Ostsee habt ihr schon, ne? Ja, wir sind jetzt erstmal in Timmendorf untergebracht, die ersten Tage. Pendeln dann vielleicht nochmal ins Hotel in Lübeck direkt dann, aber kann man es schon aushalten bisher. Ja. Wollte ich gerade sagen, bei dem Sommerwetter, was wir bisher die Tage hatten, ist das doch mit Sicherheit ganz angenehm. Ja, gutes Wetter bisher. Der Wind hält sich noch in Grenzen. Ich weiß nicht, ob es noch schlimmer wird, aber... Der wird mit Sicherheit schlimmer. Ich habe schon ein bisschen was gehört. Drauf gefasst machen. Aber jetzt im Sommer ist das ja jetzt nicht so das Thema. Aber im Herbst kannst du dich da schon drauf freuen. Frau und Kind sind auch schon mit oben. Das heißt, im Moment ist noch Wohlfühlklima angesagt. Ja, trotz Vorbereitung. Genau. Schadet ja auch nicht, wenn alle die Wohnung gesehen haben, die wir dann besichtigen. Ja. Genau. Sehr gut. Und in der Mannschaft, bist du auch schon gut angekommen? Ich denke schon, ja. Also die Jungs, ich habe es ja eh schon letztes Mal gesagt, bisher machen sie einen guten Eindruck. Den einen oder anderen kennt man ja auch noch von Miteinander spielen und vom Gegeneinander spielen sowieso. Also es passt bisher. Ja, du hast schon gesagt, Miteinander war mit Pulli vor allen Dingen. Pulli und Philipp Klevin letztes Jahr. Ja. Ja. Genau. Mit Pulli auch einen schönen Erfolg gehabt in Osnabrück, deswegen passt das erstmal. Ja, und du hast das schon gesagt, das ist ein gutes Omen, mit Pulli zusammenzuspielen, weil in den letzten Jahren läuft es für ihn einfach, ne? Ja, ich glaube, seine Bilanz die letzten 5 Jahre oder weiß nicht mehr genau, wie weit zurück, lässt sich, glaube ich, nicht schlecht lesen, ja. Ja, für dich aber auch. Du hast auch ein bisschen was vorzuweisen in deiner Karriere. Das letzte Jahr ist nicht so optimal gelaufen für dich, aber davor bist du auch Aufstiegsexperte. Nimm uns mal einmal mit so ein paar bisschen durch deine Highlights bisher. Ja, es war der erste Aufstieg mit Unterhaching in die dritte Liga in der Relegation. Was ja auch nicht immer ganz so einfach ist, aber haben wir am Ende des Tages souverän gemeistert. Ja, der zweite Aufstieg mit Osnabrück dann, was vielleicht vor der Saison auch nicht abzusehen war, dass man das direkt packt, aber ja, manchmal startet man gut und kommt in einen guten Flow rein und wir konnten es damals durchziehen, ja. Auf einen guten Flow hoffen wir auch hier. Wir wollen jetzt noch nicht darüber reden, dass wir möglicherweise aufsteigen können. Das wäre jetzt vielleicht doch ein bisschen viel des Guten. Nee, aber ein guter Saisonstart schadet nie und ich glaube, dafür ist die Vorbereitung da, dass man sich darauf dann bestmöglichst vorbereitet. Und dann hoffen wir trotzdem, dass wir in einen guten Flow reinkommen und ja, gut starten. Du kennst die dritte Liga auch gut. So dieser Zusammenhalt, dieses Teamgefüge ist ja auch immer ein wichtiger Faktor. Nun bist du jetzt neu dazugekommen. Wie erlebst du es bisher? Letztes Jahr war das halt ein großes Plus der Truppe auch, dass sie wirklich eine Einheit auf dem Platz und daneben war. Wie hast du es bisher wahrgenommen? Ja, ich glaube schon, dass man merkt, dass sich die Jungs gerade vom letzten Jahr halt richtig gut verstehen. Und ich glaube, wenn man zusammen aufsteigt, dann hat man eben auch dieses Erfolgserlebnis, diese Verbindung, die schweißt zusammen. Ja, da müssen sich die Neuen dann auch erst wieder einfügen. Aber ich glaube, diesen Schwung und diese Euphorie, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und da müssen auch die Neuzugänge, glaube ich, dann dran teilhaben, damit man eben, ja, damit jeder das auf den Platz bringen kann. Und ich glaube, bei den Fans ist sowieso eine Euphorie da. Nach dem letzten Drittliga-Jahr, wo ohne Zuschauer gespielt worden ist. Also, ich glaube, das werden wir schon hinbekommen. Genau, das wird sicherlich speziell werden von der Atmosphäre hier. Das erste Mal richtig dritte Liga mit richtig Zuschauern. Wurde vorher von allen Beteiligten immer gesagt, du bist so ein Typ, der hier auch genau herpasst. Enges Stadion, die Leute feiern auch gerne mal eine Grätsche ab. Das ist das Spiel für Uli Taffertshofer, oder? Ja, nicht nur, aber ich glaube schon, dass ich erst mal übers Körperliche komme und dann... Vielleicht noch ein soliden Beispiel. Ich bin gespannt. Ja. Ich war hier selber noch nie am Spielen oder am Zuschauen. Deswegen freue ich mich schon besonders aufs erste Heimspiel.
ja, das geht uns, glaube ich, allen so. Auch die, die wir es schon oft erlebt haben, da ist die Vorfreude schon mit Sicherheit bei allen da. Ja. Enge Stadien kennst du ja auch schon aus Osnabrück zum Beispiel. Das ist ja auch von der Atmosphäre her auch immer speziell. Das pusht einen als Spieler dann doch nochmal besonders, wenn die Fans auch nah dran sind und so diese Atmosphäre überspringt, oder? Ja, definitiv. Also ich glaube, die Fans können immer Einfluss aufs Spiel nehmen und gerade zu Hause, das muss man dann auch ausnutzen. Und ja, ich glaube, es ist es kommt von beiden Seiten. Also irgendwo muss man die Leute anzünden und wenn es vielleicht mal nicht so läuft, zünden die vielleicht mal uns an. Und dann ist es ein Nehmen und Geben, glaube ich, am Ende des Tages. Und dann sind wir hoffentlich hier zu Hause auch erfolgreich. Hört man schon so ein bisschen an deinem Akzent, dass du kein gebürtiger Norddeutscher bist. Du kommst aus dem Bayerischen, bist jetzt hier zum zweiten Mal im Norden gelandet nach Osnabrück. Nimm uns mal kurz mit in deine Heimat. Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du zu Fußball gekommen? Ja, also aufgewachsen bin ich 60 Kilometer südlich von München Richtung Garmisch-Partenkirchen. Mein Dad hat schon Fußball gespielt, viel Sport gemacht. Meine Geschwister, also ich habe drei ältere Brüder, die haben alle Fußball gespielt und dann liegt es natürlich auf der Hand, dann spielt man auch Fußball. Im Heimatverein gestartet, dann nach Murnau, Starnberg gewechselt, 60 Jugend. Ja, und mit dem Norden, also mit Osnabrück, dachte ich schon, dass ich im Norden angekommen bin, aber jetzt kam Lübeck um die Ecke und ja, noch ein bisschen noch mal ein Stück weiter oben. Aber wie vorher schon gesagt, also bisher passt alles. Und ich glaube, man kann sich schon hier wohlfühlen dann. Das glaube ich auch. Das wird dir sicherlich auch die Mannschaft dann leicht machen. Von der Stadt hast du wahrscheinlich noch gar nicht so viel sehen können in der Kürze der Zeit. Was hast du da so bisher wahrnehmen können? Ja, also wir haben sonst zum Ende der letzten Saison angeschaut, da waren wir zwei Tage hier, da ist mal ein bisschen durch die Innenstadt geschlendert. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so viel wahrgenommen habe, aber ich habe es ja vorher schon gesagt, so, ich glaube, dass schon ein gewisser Flair in der Stadt ist, mit ein, zwei gemütlichen Cafés, wo man mal den einen oder anderen Kaffee trinken kann. Und ich glaube, die eine oder andere Kneipe habe ich auch schon gesehen, aber erst müssen wir mal liefern und dann schauen wir weiter. Genau, die Gelegenheiten werden hoffentlich kommen, dass man auch das genießen kann. Du hast die Familie schon angesprochen, dein Bruder ist auch Fußballprofi, einer von deinen jüngeren, oder dein einziger jüngerer Bruder, glaube ich? Oder Der ganz jüngste ist auch noch ein Bruder. Ja, okay. Sieben seid ihr insgesamt, hatten wir eben schon mal. Aber ihr habt nie zusammengespielt, ne? Nee, nicht wirklich. Also beim Heimatverein hat er mal als F-Jugendlicher in der E-Jugend mit ausgeholfen. So. Aber bei 60 auch nie irgendwie zusammen, nur gegeneinander. Ja, selbst das gibt es nächstes Jahr dann nicht. Erstmal nicht, nee. Aber jetzt hat dein Bruder nachgezogen, ist mal in die zweite Liga aufgestiegen. Ja. In Wiesbaden spielt er. Ist das noch so ein Ziel irgendwie für dich, dass ihr mal zusammenspielen könntet oder so? Ja. Oder vom Vater vielleicht auch, dass der sich das wünscht? Von den Eltern oder vom Vater jetzt nicht so, aber wir haben schon immer wieder mal drüber gesprochen, dass es eigentlich schon mal cool wäre, zusammenzuspielen. Aber irgendwie hat es nie wirklich geklappt und ja, manchmal kann man es auch nicht erzwingen. Aber wer weiß, was noch passiert. Die Wege im Fußball, weiß man, sind immer... Ja. Meistens nicht ergründbar im Vorwege. Absolut, ja. Kann alles passieren. Mal schauen. So, abseits des Fußballplatzes, hast du sonst irgendwelche Hobbys, besondere Dinge, die du gern machst, wie du deine Zeit verbringst? Ja, ich meine, mit der Tochter, da verbringt man, glaube ich, schon genügend Zeit neben dem Fußball. Wie alt ist sie? Zweieinhalb ist sie. Ansonsten, als Kind bin ich auch viel Ski gefahren. Ist jetzt auch ein bisschen weniger geworden durch den Fußball. Aber sieht ja auch nicht jeder Trainer so gerne, wenn man nebenbei Ski fährt. Nee, aber ich glaube, es ist trotzdem ein kleiner Unterschied, ob man es vielleicht mit 25 oder 30 nochmal lernt oder ob man es als Kind auch schon gelernt hat. Aber ja, ansonsten Eishockey gespielt, auch als Kind früher öfters.
Also die klassische bayerische Sportausbildung. Ja, sozusagen. Vielleicht ein bisschen. Ja. Wenn man so ein bisschen auf die Saison guckt, du kennst die dritte Liga auch. Was ist denn notwendig für uns als Mannschaft dann und für euch auf dem Platz, um in dieser Liga möglichst schnell anzukommen? Ja, ich glaube, es gibt nichts zu verschenken in der Liga und du kannst gegen jeden Gegner gewinnen. Und genauso musst du jedes Spiel angehen. Ich glaube, hier zu Hause müssen wir auf jeden Fall eine Heimfestung bauen. Ich glaube, das ist die Basis dann für alle Ziele, die wir haben. Ansonsten ja, musst du halt erstmal die Grundtugenden auf den Platz bringen und ich glaube, der Rest kommt dann von alleine. Wunderbar. Dann wünschen wir erstmal gutes Gelingen in den Vorbereitungswochen und dann freuen wir uns drauf, dich bald hier auf der Lohmühle auf Platz zu sehen. Uli, danke schön. Danke, gerne.